I don't recall asking for your permission. Oh, and I was wrong about our final destination. Going down. Fuck. The boy. Forgot about that. Das war schon das Ende des Kapitels und damit willkommen zurück bei Bayonetta 3. Not that bad, I guess. Ja, das Tor zum Himmel haben wir abgeschlossen mit einer Bronzemedaille. Trophäe meine ich. Ja, egal. Ich habe beim Boss halt einmal gefailt, aber naja, was soll man machen? Passiert. Das Unaussprechliche. Du hast eine Verskarte erhalten. So, dann starten wir jetzt einfach mal frisch in dieser Folge in ein neues Kapitel, und zwar in Kapitel 4, das Treffen. Aber bevor wir das machen, starten wir nochmal Rodin einen kurzen Besuch ab in den Gates of Hell und gucken mal, was für eine Waffe wir jetzt bekommen haben mit der LP. For the wicked, even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. You know how they say life's a bitch? Try being dead for a couple millennia. Makes a demon cranky as shit. Don't think this demon will be complaining anymore. Afka. Das sieht wie ein Bogen aus. Neuer Artikel im Tor zur Hölle. Eine von Rollins Schätzen ist eingetroffen. Lass dir das neue Hexenparfüm Umbra Eleganz nicht entgehen. Was ist der Spaß denn? Ah, hier. Dieses Hexenparfüm besteht aus einzigartigen Duftstoffen und verwandelt dein Outfit in ein perfekt zu Rakasha passendes Ensemble. Achso, das ist nicht die Waffe an sich. Das ist ein Outfit. Okay. Müsste ich aber durch die goldene EP auch nicht die Waffe gekriegt haben, theoretisch? Weil ich hab die ja. Hier. Vier Stück gibt's. Die Frage, soll ich das kaufen? Also baller ich mir mal eine Technik rein? Afterburner. Bei diesem Tritt mit ausgestrecktem Bein hebst du vom Boden ab. Im Sprung trittst du mit deiner Technik nach unten. Nach oben. Drücke gleich nach dem, gleich nach einem Sprung A. Nach unten. Neige den linken Stick im Sprung in eine Richtung und drücke A. Okay. Tensu Sanko. Rammelt den Gegner aus kurzer Distanz mit dem Rücken, auch im Sprung ersetzbar. Bei drei oder mehr Kugeln mit der Magieanzeige wird zudem ein Frevelschlag ausgeführt. Frevel. Neige linken Stick nach hinten, nach vorn und drücke X. Okay, Absatzstampfer. Boah, ich weiß es nicht. Behör. Doch nicht leisten, Alter. Das kostet jedes. Alter, 200.000, ja klar. Wie teuer darf es sein? Rodin so, ja. Okay, nee, weiß ich nicht. Ich kauf's halt einfach, komm.
Ich wüsste einfach mal gern, wie das aussieht. So, dann gehen wir jetzt in Kapitel 4 rein. Let's go! Staring at Bayonetta's tits all the time. You really need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no... Wait, how did... No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? I'm in a hurry. Hey, kid! What the hell was that? Kids these days. For a cat always landing on his feet, Cheshire. Mordhund bei Nacht. Mysteriös, mysteriös. Okay, können wir jetzt das Outfit wechseln? Kann man das hier machen? Wofür sind diese Slots überhaupt? Ach, da drüben. Da, Y. Hä? Ach, das ist so ein Schleier, den sie dann im Gesicht hat. Ach so. Ja, okay. Können wir mal ausprobieren. Warum nicht? Aber wir haben die Waffe doch. Ja. Kafka. Ausrüsten an Arm, Pfeil und Bogen, die aus der Seele eines Mannes geschmiedet wurde. Als Strafe dafür, jemanden verflucht zu haben, wurde er selbst in ein schreckliches Insekt verwandelt. Die Seele des Mannes lebt im Rahmen des Bogens weiter. Als Geschosse dienen verfluchte Pfeile aus barbarischen giftigen Käfern. Okay. Können wir die hier auf A legen? Geht das? Es geht, ja. Ach, es geht nicht, stimmt. Ist nur... Okay. Dann lass mich mal das Set wechseln. Jetzt hier. Jetzt haben wir den Bogen quasi. Oh, man kann ihn aufladen, jawohl. Geil. Das ist halt alles nur Fernkampf, ne? Also Nahkampf geht auch noch, aber... Ich glaube, es ist mehr Angriff aus der Ferne. Okay. Können wir da auf den Turm hoch, wo der gerade erschienen ist? Geht, glaube ich, nicht, ne? Ist zu weit. Ah, nee, ich glaube, dann stürze ich in den Tod. Das will ich nicht. Zeit für einen neuen Gegner. Okay. Fidelity. Gucken wir mal. Okay, der haut auch nicht zu. Alter, der vermöbelt mich richtig. Das Timing ist ja aus der Hölle bei ihm. Bin mir noch nicht so ganz sicher, diese Waffe was für mich ist.
Ah, die nächste Waffe. Goldene LP der Engelshymnen 1 von 2. Aber es ist ganz cool, dass es eine Fernkampfwaffe gibt. So an sich. Also finde ich jetzt nicht verkehrt, aber ich glaube, ich bleibe bei dem Set hier. Ach nein, sie hat nicht nur ein Schleim im Gesicht, da hat sie auch noch hier was um den Körper herum. Und sie ist bauchfrei. Was? Okay. Moment. Ich würde noch gerne herausfinden, ob ich da hinten hinkomme. Na, das war nicht gut. Ja, hat geklappt. Noch einer. Ah, oh, da haben sie mich gestritten. Oh no. Das waren sie alle. Okay, aber besonders viel gab es nicht hier. Ich hab ganz vergessen, dass wenn man die Sprungtaste gedrückt hält, sie schwebt. Ja, jetzt komme ich so langsam wieder rein in die Steuerung. Wenn ich rein, theoretisch trotzdem auf den Turm, oder? Da hinten. Ich kann es mal versuchen. Andererseits, da sind so Stäbe dazwischen. Ich glaube, das ist mit Absicht, damit man nicht diesen Turm raufkommt. Jetzt aber trotzdem gerne mal versuchen. Ah, nö. Nee, klappt nicht. Habe ich Lebensenergie eigentlich? Klappt nicht, oder? Nö. Ich muss nämlich anhalten, damit sie sich zurückverwandelt. Oh ja, das bedeutet mehr Lebensenergie. Herz ist voll. Yes. Sehr, sehr gut. Eine weitere Mondperle wäre halt auch noch sehr geil, einfach ein bisschen mehr Magie zu haben für später. Aber mir ein Stück davon zu kaufen bei Rodins kostet halt echt 30.000, das ist so viel. Ich habe gedacht, ich würde noch den zweiten Teil der EP hier irgendwo finden, aber ich glaube, das erwartet mich später wahrscheinlich erst. Ein weiterer Lutscher, lila Zauberlutscher, ein Lutscher, der ein aufmerksamkeitsförderndes Extrakt enthält. Die Zauberkraft wird etwas aufgefüllt. Wie viele Lutscher habe ich denn so gerade? Den könnte ich ausrüsten auf hier. Und Midas Testament habe ich keines. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich diesen Lutscher herstellen kann oder sonst irgendwas. Ich kann nur ausrüsten und benutzen, aber wo ist herstellen? Das ist mir immer noch nicht ganz klar. Weil ich wüsste nicht, wo ich das tun soll. Das ist irgendwie ganz wild. Ich habe zwar gesagt, dass ich das tun kann, aber wo? Oder muss ich hier auf Hexenrezepte gehen? Ach was, hier Hexenrezepte. Oh, okay, ich bin blöd. Ich habe so viel, ich kann mir so viele herstellen mittlerweile. Okay, so viel jetzt auch nicht, aber ein paar zumindest. Mega Kräuterlutscher. Davon braucht man jeweils 10. Okay.
Packen wir den da drauf. Der Mond erscheint. Junge, echt jetzt? Kontern. Bam. Okay, einmal Silber. Und da können wir die Waffe mitnehmen. Ein Schild. Gucken, was der kann im Kampf. So, hier gibt's wieder was zum Einsammeln. Einmal drumherum. Okay. So, mal sehen, was kriege ich. Ah ja, eine zerbrochene Mondperle. Fantastisch. So, ich glaube... Ich guck mich schon mal kurz hier um. Im Großen und Ganzen dürfte das hier gewesen sein. Ah, nee, hier. Treten. Ja. So, was ist es diesmal? Besiege den Gegner mit einer einzigen Combo. Schon wieder. Solo-Combo. Okay, versuchen wir es. Ja, schon gefailt. Das muss halt ein fließender Übergang sein. Dann schafft man es. Aber das ist so schwer. Vor allem... Wenn du halt Gegner hast, die halt ein bisschen mehr aushalten und dann noch kleinere Gegner halt hinzukommen. Am besten direkt hin und weiter. Ich glaube, das macht es am einfachsten und dann... Jawohl. Ach, komm schon. Ich habe ihn doch getroffen. Das Spiel ist so hart an manchen Stellen. Es ist wirklich schwer. Zwar keine Souls-Schwierigkeit, aber so ein bisschen Devil May Cry 4 auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeit. Das eher. Nur ein einziger Fehler einfach komplett dich bestraft. Und dann bist du halt einfach Game Over. Na okay, ich mach's ausgehen, bis gleich. Boah, das hat jetzt aber gedauert. Die Herausforderung war echt bisher die schwerste. Vor allem da diese Schildtypis halt auch noch kommen, ne? Die blocken halt deine Angriffe ab und dann ist die Kombo im Arsch. Aber ja, geschafft ist geschafft. Okay. Huh? Den Stift fallen lassen. No, das wollte ich nicht. Okay. So,
wollte gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist vielleicht, was sich lohnt mitzunehmen. Ich glaube aber, das war's. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Oh boy! Was geht ab? Dich kenne ich doch. Oh nö, das Schild ist cracked. Ach komm, Alter. Wirklich. Gehe ich jetzt den anderen Teil von der EP vielleicht? Irgendwie nicht. Da sind die Dinger einfach fucking groß und dann kickt sie nach oben und dann kann sie es auf dem Rücken tragen. Alles Hexenmagie. Nee, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Dann ab durch die nächste Tür. Weiterer Lutscher, gelber Mega-Mondlutscher. Dieser Mega-Lutscher umgibt den Besitzer mit einer magischen Barriere, die für längere Zeit als undurchdringlicher Schild dient. Sehr gut. Horn eines Einhorns. Oh, es hat noch irgendwo eine Krähe gehört. Wo ist die? Baum. Ach, komm schon, Alter. Da kann man die Waffe nicht irgendwie weg. Naja, Stick reindrücken. Vielleicht von der Seite aus. Man muss Y drücken, indem man bei dem ist. Ah, ist ganz schön hart, denke ich. Ich werde ihn mal offscreen suchen. Beziehungsweise holen, bis gleich. Okay, hat geklappt. 3 von 20. Ich habe garantiert irgendeinen verpasst. Safe. No time. I have to get to Fimbulventer. Why do I have to go there? What is on the mountain? My head feels like it's gonna burst. I have to get to that mountain. Shit! What was that? Nice mask, mate. Headed to that witch's party. Not the best costume I've ever seen, but... She doesn't seem like the picky type. Just don't get in my way. Where is she? So you are going to her party. Quite the popular one, isn't she? Sorry, mate, but I haven't the fucking slightest. Haven't seen her in ages. Besides, even if I knew, she and I have a special relationship. Then this will be all the easier.
Oh no, er ist in Gefahr. Wir müssen ihm helfen. Die kleinen Rotzbengel. Der Lumenweise ist hinter ihm her. Okay, da können wir leider nicht hin ins Wasser. Fässer zerstören. Vielleicht noch ein paar Ringe drin. Oh, Gegner. Ist noch was? Ah, das ist die zweite Hälfte. Perfekt. Das sieht aus wie zwei Hämmer. Die Hölle. Der Hölle-Rache. Hm. Wer hat euch denn zur Party eingeladen? Kein Platin. I like that. Was ist denn hier? Liebespärchen. Und die haben einfach die Parkbank zerstört. Das ist schon frech. Oh no, das kommt davon. Hier schon wieder. Die verdammten Schildfuzzis. Hier. Muss dem Schild genug Schaden zufügen oder hinter ihn kommen. Okay, das war's. Gold? Achso, weil ich zu lange für den Kampf gebraucht habe wahrscheinlich. Zeit zählt ja auch noch mit dazu. Gates of Hell, lohnt sich das? Aber 23k, gucken wir mal. Ich kann ja zumindest mal die Schallplatte abgeben und gucken, was wir kriegen. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. Sein Tattoo unter seiner Nase sieht die ganze Zeit aus, als hätte er einen Schnorres. Das irritiert mich total. Ich muss die ganze Zeit da hingucken, weil es halt für mich aussieht wie ein Bart. Ta-ta. Done and done. I like it when they come quiet like. Means they still have some fight left in them for the road ahead. He's all yours now, Bayonetta. Ah, Undine. Was sind Knarren? Was zum Teufel? Eine Sonderausführung, die die gleichen Eigenschaften hat wie das Original. Er wippt diese Modelle, um die Waffe an Armen und Beinen auszurüsten. Okay, kaufe ich mir. Also ich will darauf sparen, definitiv. Vielleicht im nächsten Kapitel dann. Mal gucken. Huh.
Okay. Das hätten wir. Das können wir noch zerstören. Horn eines Einhorns. Einhorn. Dinge brauchen wir definitiv dringend, wenn wir die Waffen haben wollen. Die hatte ich eben schon zerstört, aber vielleicht gibt es noch was. Oh ja. Okay, aber bevor wir durch diese Tür schreiten, sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Bayonetta 2. Und in der nächsten Folge geht es dann durch die Tür und mal gucken, ob wir gegen den Numenweisen kämpfen werden oder was vielleicht alternativ noch passiert. Also, macht's gut bis dann bei Bayonetta 2.